Ja, herzlich willkommen. Und ich möchte heute beginnen mit einem Text aus einem Roman. Dann kann man mal vorlesen. Pascal Mercier, Nachtzug nach Lissabon. Aber ein sehr, sehr schöner Text, der gut passt zu diesem Thema, das wir heute hier gemeinsam angucken wollen. Und die Überschrift dieses Textes ist Der Balsam der Enttäuschung. Der Balsam der Enttäuschung. Enttäuschung gilt als Übel. Ein unbedachtes Vorurteil. Wodurch, wenn nicht durch Enttäuschung, sollten wir entdecken, was wir erwartet und erhofft haben. Das ist gut, wenn das Mikrofon ein bisschen weiter unten ist. Ja. Ja. So. Also nochmal diesen Satz. Wodurch, wenn nicht durch Enttäuschung, sollten wir entdecken, was wir erwartet und erhofft haben und worin, wenn nicht in dieser Entdeckung, sollte Selbsterkenntnis liegen. Wie also sollte einer ohne Enttäuschung Klarheit über sich selbst gewinnen können? Und gut bedenken, Enttäuschung. Das ist eine Enttäuschung, also Täuschung weg. Wir sollten Enttäuschungen nicht seufzend erleiden, als etwas, ohne dass unser Leben besser wäre. Wir sollten sie aufsuchen, ihnen nachspüren, sie sammeln. Warum bin ich enttäuscht, dass die angebeteten Schauspieler meiner Jugend jetzt alle Zeichen des Alters und Verfalls tragen? Was lehrt mich die Enttäuschung darüber, wie wenig Erfolg wert ist? Manch einer braucht ein Leben lang, um sich die Enttäuschung über seine Eltern einzugestehen. Was haben wir denn von ihnen eigentlich erwartet? Menschen, die ihr Leben unter der unbarmherzigen Herrschaft von Schmerzen leben müssen, sind oft darüber enttäuscht, wie sich die anderen verhalten. Auch diejenigen, die bei ihnen ausharren und ihnen die Mittel einflößen. Es ist zu wenig, was sie tun und sagen, und auch zu wenig, was sie fühlen. Was erwarten sie denn, frage ich. Sie können es nicht sagen und sind bestürzt darüber, dass sie jahrelang eine Erwartung mit sich herumgetragen haben, die enttäuscht werden könnte, ohne dass sie Näheres über sie wüssten. Einer, der wirklich wissen möchte, wer er ist. Einer, der wirklich wissen möchte, wer er ist, müsste ein ruheloser, fanatischer Sammler von Enttäuschungen sein. Und das Aufsuchen enttäuschender Erfahrungen müsste ihm wie eine Sucht sein, die alles bestimmende Sucht seines Lebens, denn ihm stünde mit großer Klarheit vor Augen, dass sie nicht ein heißes, zerstörerisches Gift ist, die Enttäuschung, sondern ein kühler, beruhigender Balsam, der uns die Augen öffnet über die wahren Konturen unserer selbst. Und es dürfte ihm nicht nur um Enttäuschungen gehen, welche die anderen oder die Umstände betreffen. Wenn man Enttäuschungen als Leitfaden hin zu sich selbst entdeckt hat,
wird man begierig sein zu erfahren, wie sehr man über sich selbst enttäuscht ist. Über fehlenden Mut, mangelnde Wahrhaftigkeit etwa, oder über die schrecklichen oder die schrecklich engen Grenzen, die dem eigenen Fühlen, Tun und Sagen gezogen sind. Was war es denn, das wir von uns erwartet haben und erhofft? Dass wir grenzenlos wären oder doch ganz anders, was wir sind? Es könnte einer die Hoffnung haben, dass er durch das Vermindern von Erwartungen wirklicher würde, auf einen harten, verlässlichen Kern schrumpfte und damit gefeit wäre gegen den Schmerz der Enttäuschung. Doch wie wäre es, ein Leben zu führen, das sich jede ausgreifende, unbescheidene Erwartung verböte? Schöner letzter Satz. Ein Leben, in dem es nur noch banale Erwartungen gäbe, wie die, dass der Bus kommt. Das fand ich wirklich sehr. Ich habe heute Morgen um 5 Uhr gelesen, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Also nicht wie mir, sondern bei 5 so normal machen Zeit 6, um aufzuwachen. Enttäuschung. Abschied von Ich hat nichts zu tun mit Erleuchtung oder Erwachen. Abschied von Ich ist in meiner Erfahrung Koma. Ich bin im Koma. Was ist das Koma? Du existierst und existierst gleichzeitig nicht. Du existierst und existierst gleichzeitig nicht. Das ist das, was du erlebst, erfährst, wenn du dich von deinem Ich verabschiedet hast. Tschüss, mach's mit, alles klar. Es war nett mit dir bisher. Wir haben gute Zeiten gehabt, schlechte Zeiten gehabt. Aber jetzt reicht's. Ich habe keine Lust mehr, mein Leben lang in einer Illusion zu leben, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Nicht? Illusionen machen ja Spaß. Ich meine, ich habe jetzt hier Freunde, die waren in Las Vegas. Nicht? Ich habe mir das gestern angeguckt, die haben nochmal geheiratet. Nicht? Ja, ist doch toll. Die haben vor 25 Jahren geheiratet, nicht? Und haben gesagt, das erneuern wir jetzt. In Las Vegas. Du, das war gut, das war richtig schön. Also ich meine, die Dame, die das da gemacht hat, die war besser als mancher Pfarrer, den ich kenne. Illusion. Nur eine Illusion. Ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, meiner 28-jährigen Freundin, mit der ich jetzt 4 Jahre zusammen lebe, macht doch Spaß. Du warst 61-Jähriger. Oh, da habe ich wieder Lücke geerntet jetzt. Mal aufpassen, was man mir sagt. Habe ich schon gesagt, also sie will unbedingt heiraten. Also nicht wegen Geld, ich habe keins. Ich sagte, wenn wir tatsächlich noch heiraten sollten, dann machen wir eine Show. Also so, weil. Ich meine, ich brauche keinen Ehevertrag, um mit jemandem zusammenzuleben. Nicht? Aber die Steuern sinken, nicht? Beträchtlich. Und hallo. Und was noch eigentlich? Naja, aber wie gesagt, für die junge Frau mag das ja ganz nett sein und man kann sagen, machen wir so richtig schön. Ich kenne einen guten Rhetoriker, der zieht sich so einen Pastorenkittel an. Der kriegt dann eine Rede von mir, was er zu sagen hat. Ne? Oh, dann machen wir eine schöne Rockband dabei. Ich kenne eine, die so die 60er, 70er Sachen spielt, was so Smoke on the Water.
Ja, und so richtig fetzen, weißt du, so irgendwie so mit Spaß, ne? Und irgendwie so, ne? Mit Kutsche draußen natürlich, Pferde, alles, ne? Einfach eine Show machen, eine Show. Ja. Was wir hier machen, ist ja auch eine Show. Und das ganze Leben ist eine. The show must go on. Aber wir waren irgendwie beim Ich, glaube ich, ne? Geh nochmal zurück. Abschied vom Ich. Ist ja ein ernstes Thema, ne? Es ist so lange ernst, ihr Lieben. Solange du meinst, dass ich sei eine Realität. Solange ist es ernst. Du musst versuchen, loszukommen von mich. Loszukommen vom Ego. Gibt es viele Wege, viele Möglichkeiten. Gebet zum Beispiel. Ne? Gebet. Lieber Gott, befreie mich von meinem Ego. Habe ich alles hinter mir. Ich rede darüber, als wäre es ein Witz, aber in der Zeit war es keiner. Oder Meditation. Habe ich auch viele Jahre hinter mir praktiziert. Meditation gibt es noch. Askese. Gibt es noch Askese? Habe ich auch praktiziert. 40 Tage Fasten. Das ist eben loswerden. Andere Ernährung, ne? Kein Fleisch mehr und so weiter, Rohkost, all die Geschichten, ne? Damit sich die Energie innerlich verändert. Transformation, bis hin zur Transfiguration, ne? Dass der Körper sich verändert, strahlt. Aura sehen. Eine Reinkarnationstherapie. Bei Dahlke habe ich mal so schnelles Atmen gemacht. Ne? So, bis man nicht nur die Arme bis nach oben geht. Ich habe nicht mehr. Ja? Du kommst zurück und bist wieder da. Ne? Du bist so aufblasen. Ne? Was weiß ich, du bist mit deiner Frau oder mit deinem Mann, möchtest mal richtig Sex gut haben. Ne? Und er sagt, nee, ich habe Migräne. Da ist das nicht wieder da. Ne? Das kennt man. Ne? Tantra gibt es natürlich auch. Ne? Wieder noch einen anderen Punkt zu nennen. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten, das Ich loszuwerden. Und dann kommt irgendwann ein Tag, weißt du, das ist das Geilste. Kommt irgendwann ein Tag, wo du siehst, ich bin einem Phantom nachgejagt. Es gibt gar keins. Hat auch noch nie eins gegeben. Das Einzige, was es zu geben scheint, ist ein Charakter. Ein Charakter. Ist eine Mentalität. Ist eine Programmierung. Ist genetische Information. Ist Konditionierung. Sind Umstände, die auf mich einwirken. Aber ein Ich gibt es nicht. Das ist jeder so. Brauchen wir nur im Alltag, nicht wahr? Um zu sagen können, hier bin ich und da bist du. Mir das tun. Das ist Standortbestimmung. Ich könnte natürlich in der dritten Person von mir reden, nicht wahr? Werner spricht zu euch. Roswitha hört zu. Geht schon. Also das. Ja, aber ich kann natürlich auch sagen, ich rede hier und du hörst zu. Das ist einfacher. Ne? Dann muss man die Namen erkennen, vergesse ich so viel in letzter Zeit. Obwohl, dann vergesse ich nicht, Roswitha. Der hat da gelacht. Nein, ihr Lieben, so witzig das alles klingt. Witzig ist es auch. Wirklich. Was verstehen wir unter dem Ich? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn du unter dem Ich verstehst, dass du egoistisch bist, kannst du gleich vergessen, das hat damit nichts zu tun. Es gibt Menschen, die sind so strukturiert,
dass sie in erster Linie für sich selber leben, ja, für sich, für ihren Genuss, für ihre Freude, für ihre Anerkennung, ja, für ihr leibliches und seelisches Wohl. Das ist einfach eine Programmierung. Und es gibt andere Menschen, die sind so geboren worden, dass sie in erster Linie für andere Menschen da sind. Ob sie nun Helfersyndrom haben oder nicht, auf jeden Fall sind es Menschen, die in erster Linie für andere Menschen da sind. Die können einfach nicht anders. Mutter Teresa. Wir wissen von Mutter Teresa, dass sie gar nicht so sozial war, wie wir meinten, dass sie sei. Wir wissen, dass sie immer wieder auch mal gesagt oder ich glaube auch geschrieben hat in ihrem Tagebuch, dass sie nur deswegen sich so sehr um die Armen kümmert, weil sie ihren eigenen Schatten loswerden möchte. Sie tut Gutes, um ihr eigenes Böses zu vermeiden. Stell dir bitte mal nur vor, die hatten ja so eine, ich weiß nicht, eine Beziehung kann man nicht sagen, aber Kontakte, Lady Diana und Mutter Teresa. Ne? Wenn du so damals ein bisschen so die Illustrierten, ich weiß ja nicht, ob ihr überhaupt noch Illustrierte liest. Also bei der Gelegenheit, ich lese die Bildzeitung. Weil das ist Comic für Erwachsene. Ne? Der Spiegel ist mir zu intellektuell. Komm ruhig rein. Wo war ich stehen geblieben? Extreme. Lady Diana nicht mal nur für, ja gut, sie hat auch Gutes getan, aber sie war doch in erster Linie jemand, der einfach ja, für sich selber war, das soll man ganz klar sehen. Das andere war doch nur Alibi. Ja, vielleicht auch nicht. Oder? Jedenfalls war diese Seite nicht so stark ausgeprägt wie bei Mutter Teresa. Jetzt stellt euch bitte mal vor, Mutter Teresa wäre in die Position von Lady Diana versetzt worden. Und Lady Diana in die Position von Mutter Teresa. Oder gehen wir gar nicht mal so weit, wir hätten gesagt, pass mal auf, Mutter Teresa, ist es so, wenn du wirklich ein heiligmäßiges Leben führen willst, dann musst du Hausfrau werden. Weißt du was? Innerhalb von einem Jahr wäre die gestorben. Die wäre gestorben. Warum? Weil sie nicht so disponiert war. Wenn die Mutter Teresa ankommt, sagen wir, das ist ein egoloses Leben. Das ist ein ichloses Leben. Oder Karl-Heinz Böhm, nicht wahr? Gibt seine Schauspielkarriere auf, geht nach Tansania und kümmert sich dort um die Hungernden, um die Ungebildeten, nicht wahr? Und so weiter. Boah, was für. Die kriegen den Bambi. Weißt du? Ich will nicht. Ich kriege den Bambi. Wenn ich meine, deswegen, ich soll den Bambi kriegen, das ist doch wunderbar. Nur, das hat alles nichts mit Ichlosigkeit zu tun. Das hat nichts mit Ichlosigkeit, das ist Charakter. Der ist da runtergefahren, der hatte einfach eine Seite in sich drin, eine Seite, eine sehr soziale Seite. Und die ist irgendwann durchgebrochen, weil er den ganzen Scheiß da in diesem ganzen Filmgeschäft durchblickt hat irgendwann und gesagt hat, das kannst doch nicht sein auf Dauer. Das kannst doch nicht sein. Ich will doch nicht mein Leben lang hier irgendwelche Faxen machen. Ich möchte irgendwie mein Leben sinnvoll einsetzen. Nicht? So kam die Erkenntnis und dann hat er es eben gemacht. Aber es hat mit Ehrlosigkeit zu tun. Es ist Konditionierung. Es ist Programmierung. Genetik, Charakter, Mentalität und äußere Umstände, die natürlich auch eine Rolle spielen in dem ganzen Mix der Dinge, die uns zu dem machen, was wir sind. Aber wo ist denn da das Ich? Wenn wir Ich sagen, meinen wir im Grunde genommen, wenn wir mal richtig darüber reflektieren, ich denke, ich entscheide und ich handle. Denkt darüber nach.
Das ist eigentlich das, was wir unter dem Ich verstehen. Ich bin derjenige, der über mein Schicksal bestimmt. Ich bin meines Glückes Schmied. Ich kann meine Realität gestalten. Nicht? Das ist ein richtiges ESO-Thema. Das ist meine Gedanken. Durch Visualisierung. Bin ich dagegen? Das macht Spaß. Ich habe viele Jahre visualisiert. Was kommen sollte, kam, was nicht kommen sollte, kam nicht. Ob ich visualisiert habe oder nicht. Ich denke, ich entscheide und ich handle. Das ist im Grunde, was man da nicht versteht. Das ist auch, was ein Kind so ab 4, 5 Jahren plötzlich anfängt zu verstehen. Ich habe das jetzt miterlebt, meine Freundin hat einen Jungen, den habe ich miterlebt, so vom 2. Lebensjahr. Und er hat früher immer gesagt, Janik will sein Zimmer nicht aufräumen, Janik hat Hunger, Mami soll zu Janik kommen, hat in der 3. Person gesprochen. Warum? Weil es das Licht nicht gab in seinem Wahrnehmungsfeld. Bis zu einem bestimmten Alter gibt es kein Licht. Es gibt ja eh keins. Aber dann wird es uns eingeredet. Und solange es nur der Kommunikation dient, wir haben es vorhin gesagt, ich und du, ne, so Standortbestimmung und so weiter, ist es ja völlig in Ordnung. Ne? Nur wenn wir tatsächlich glauben sollten, wir hätten ein reales Ich, sind wir auf dem Holzweg. Denn wenn du überprüfst, ob du tatsächlich denkst oder ob du nur gedacht wirst, ob du tatsächlich Entscheidungen triffst oder ob Entscheidungen sich einfach ereignen im Kontext der jeweiligen Situation und ob du tatsächlich handelst oder ob das einfach ein Impuls, eine Reaktion ist, die aus dem Gedanken und aus der Entscheidung entstehen. Wenn du das wirklich ernsthaft überprüft, wirst du feststellen müssen, weil du überhaupt keine Angst hast, dass jeder Einzelne feststellen muss, das ist das Ich als den Denker, den Täter und den Entscheider schlicht und einfach gibt und vorbildet. Nur eine Vorstellung. Das war das, was Ramesh Vaidekar, den ich in 2004 in Mumbai besucht habe, 14 Tage dort die Talks erlebt habe, mir als Empfehlung gegeben hat am 2. oder 3. Tag. Da sagte Werner, wenn du heute nach Hause kommst, setz dich irgendwo hin, wo es ein bisschen kühler ist. Es ist ja sehr heiß da, kannst du kaum denken. Nee? Trink ein Fläschchen Bier, ne? Und überprüfe eine Entscheidung während des Tages, von der du hundertprozentig überzeugt bist, die habe ich getroffen, ich. Überprüfe sie, lass sie Revue passieren, ob es nicht, nee, hat er nicht gesagt, er hat gesagt, ob du es tatsächlich entschieden hast, prüfe es. Am nächsten Tag kommst du wieder und dann reden wir drüber. Habe ich noch nie gedacht. Ich habe 40 Jahre lang, oder über 40 Jahre lang, habe ich die absolute Wahrheit gesucht. War in vielen Gruppen, in vielen Organisationen, in vielen spirituellen Disziplinen. Und diese Übung habe ich nie gemacht. Ich habe die andere gemacht, die von Ramana Maharshi empfohlen wurde. Wer bin ich? Aber diese habe ich noch nie gemacht. Also okay, mache ich. Alles. Ne? Nur um die absolute Wahrheit zu finden, mache ich alles. Und
An dem Abend fand ich 10 Entscheidungen, die ich schlicht und ergreifend nicht getroffen hatte. Wo ich ganz klar sagen musste und feststellen musste, das war nicht ich, das hat sich ereignet. Weißt du? Vorab natürlich, vorab habe ich immer gedacht, ich mache das. Ich hatte ja die volle Wahlfreiheit. Wir haben ja scheinbar die volle Wahlfreiheit, uns zu entscheiden. Für was wir uns entscheiden wollen. Aber ich entscheide mich jetzt dafür, wenn mein Hals langsam trocken wird. Ein bisschen Wasser reinzuschütten. Ne? Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt. Ja, da kannst du nicht Nein sagen. Das ist nun mal so. Ich habe das gemacht. Und ich entscheide mich jetzt dafür, einen Schluck zu trinken. Prost. Wenn ich aber jetzt Revue passieren lasse, was hier passiert ist, ganz ernsthaft, ganz aufrichtig, dann merke ich, in diesem Kontext, hier in dieser Veranstaltung, hat es sich einfach ergeben, dass ich etwas beweisen wollte. Ne? Woher kam denn das? Woher kam denn der Gedanke? Woher kommen denn überhaupt alle Gedanken, die ich hier ausspreche? Woher kommen die denn? Produziere ich die? Oder die Gedanken, die du denkst die ganze Zeit, während du hier sitzt, ne? Dass du sagst, ja, das ist gut, was er da sagt. Oder, was ein Quatsch. Ne? Kann ich nicht nachvollziehen. Was meint die eigentlich? Wieso macht er überhaupt so Witze? Ich dachte, das ist ein Guru. Weisheitslehrer. Der ist komisch irgendwie. Ich komme mit dem nicht zurecht. Das sagt schon ganz gute Sachen, aber der ist so eigenartig. Die anderen sind alle ganz anders. Weinig. Das kann ich nicht. Und so weiter und so weiter. Egal, was du denkst. Weil ich kann ja nicht Gedanken lesen. Ich versuche nur mal zu interpretieren, was ich so durch den Raum blitzen sehe. Hast du die Gedanken gedacht? Wenn du genau überprüfst, ich sage euch, ich will euch nicht überzeugen. Hört ihr nicht? Ich habe nichts zu verkaufen. Ich bin eingeladen worden und habe mich dummerweise einladen lassen. Ja, ich muss alles selber zahlen, weißt du? Christian ist hier, ne? Du musst deinen Flug selber bezahlen und Übernachtung selber bezahlen. Nee, und zumindest muss man nicht bezahlen, sondern hier sein lassen. Will ich hier? So, habe ich das entschieden? Wenn ich genau zurückdenke, nein, ich habe das nicht entschieden. Ich habe überhaupt noch nie was in meinem Leben entschieden. Ich habe noch nie was gedacht. Ich habe noch nie was getan. Und als ich das, ihr Lieben, an dem Abend gecheckt habe, da muss ich allerdings dazu sagen, da waren fast über 40 Jahre Suche vorangegangen. Spirituelle Suche mit vielen, vielen, vielen Gipfelerlebnissen und Enttäuschungen. Da, ich kann euch das gar nicht erklären, das war nichts. Deswegen rede ich nicht von Erleuchtung oder Erwachen. Da fiel ich ins Koma. Ich fiel ins Koma. Also, ohne medizinische Geräte ist, ne? Ich existiere und ich existiere nicht von dem Tag an, muss ich sagen, am nächsten Morgen aufgewacht. Kann ich das nicht erklären? Ich lief durch Bombay, ich musste ja wieder zum Satsang, ne? Zu Ramesh, oder sollte ich. Und ich weiß nicht, wer war schon mal in Bombay? Oder in Indien? Ja, da waren schon einige. Ne? Ja, laut das spirituelle Du, die hupen ja nur einmal, ne? Das gemacht. Und auf den Lastwagen, wenn ihr euch erinnern könnt, steht hinten drauf, please all. Aua, aua.
Aber trotzdem war ich immer wieder froh, wenn ich in Deutschland zurückkam, sage ich euch. Ne? Oh, na, diese Ruhe hier. Ich war am nächsten Tag, ich bin durch die Stadt gelaufen, wie, ich muss es so sagen, wie ein Zombie. Das war so ein tiefer Friede. Ich schwamm wie in Buttermilch. Weißt du, wie so vorstellen, Buttermilchfelden? So unglaublich. Wirklich, irreversibel seitdem. Irreversibel, es ist einfach da. Der Friede ist da. Ich bin eigentlich Friede, wenn ich so richtig überlege. Ich Friede. Und ich werde Atlas. Werner Atlas steht nur drauf, Friede ist. Das ist wunderbar. Und dieser Friede kam nur durch eine Klarheit. Das war die Klarheit, ihr Lieben, wenn ich an dem Tag, an dem ich festgestellt hatte, dass ich noch niemals etwas gedacht, entschieden und getan habe. Und das so war an dem Tag, war das immer so. Weil ich habe immer nach demselben Prinzip gelebt. Wir kommen gleich dazu. Ich bin gleich fertig. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendetwas gedacht. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas entschieden. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas getan. Und wenn ich noch nie etwas gedacht, entschieden und getan habe, dann hat auch niemand anderes irgendwas gedacht, entschieden. Das heißt, ich musste dem Musiklehrer, der mich, ein pädophiler Musiklehrer, der mich mit 11 Jahren zu bestimmten Handlungen verführt hat, die man mit 11 Jahren noch nicht unbedingt machen sollte, dem musste ich nicht mehr vergeben. Wie soll ich dem vergeben, wenn er nichts getan hat? Der hat genauso wenig getan wie ich. Das heißt, ich war mit meiner Vergangenheit völlig im Reinen. So, ich brauchte keine Therapie mehr. Ich musste mich einem Psychotherapeuten 3 Jahre erzählen, was alles in meinem Leben passiert ist. Nichts mehr. Es war in einem einzigen Augenblick vorbei. Schuldgefühle gab es nicht mehr. Nie mehr. Vorwürfe gegenüber anderen gab es nicht mehr. Natürlich, ne? Du kommst auf ein ziemliches Gewicht. Ne? Angenommen, du kommst jetzt hier hoch und triffst dir bewusst auf den Fuß. Ne? Dann werde ich natürlich Aua sagen. Möglicherweise. Noch ein bisschen mehr. Es war eine natürliche Reaktion dieses Körper-Geist-Organismus. Das hat mit meinem Ich überhaupt nichts zu tun. Passiert so und dann ist sie fertig. Aber ich werde dir nicht mehr 2 Minuten später, wie konntest du mir nur auf den Fuß treten? Weißt du, da gibt es keinen Nachhall mehr. Wenn Dinge passieren, dann passieren sie einfach. Da ist ab und zu mal Zorn, da ist ab und zu mal Traurigkeit, da ist ab und zu mal Frustration. Das sind all diese Gefühle, die früher auch da waren, aber sie haben keine Verlängerung. Keine künstliche Verlängerung, weil niemand mehr da ist, der das in irgendeiner Weise bewertet und beurteilt. Das ist einfach ein Geschehen, das geschieht einfach. Weißt du? Dann ist der Schuldkomplex weg, dann sind die Vorwürfe gegenüber anderen Menschen weg, dann ist auch kein Stolz mehr da. Aber Gott, kommen Leute zu mir und sagen: Mein Gott, was hast du da für Wahnsinn. Das ist meine erste Welle, das Dilemma Gottes. Übrigens, ich habe das Buch Abschied vom Ich nicht hier, über das geht es ja heute, sondern im dicken Buch kann man kaufen, über Amazon, überall rumhandeln. Aber wenn du jetzt schon mal reingucken willst, kannst du das Dilemma Gottes lesen. Da geht es also auch wirklich um das Gleiche. Es ist ein weiser Mann. Das ist eine ganz tolle Geschichte, also wirklich, ich bin selbst begeistert. Ich habe es nicht geschrieben, deswegen kann ich es darüber reden. Und da sind all diese Dinge, über die ich heute hier spreche, nochmal sehr, sehr klar
deutlich zum Ausdruck gekommen, es ist eben eine Geschichte. Es ist nicht nur ein Sachbuch, sondern es ist ein Roman. Wer sich dafür interessiert, kann ich also wirklich nur empfehlen. Das ist etwas so Grandioses, dass du wirklich nicht nur mit diesen komischen Stolzallüren zu tun hast. Ich habe das gemacht, nicht genügend anerkannt. Also ein Schwachsinn gibt es nicht mehr. Ich weiß ganz genau, egal was ich getan habe, ich habe es nicht getan. Es ist passiert. Es sind Geschehnisse. Und genauso andere. Es gibt heute nicht mehr diese gewaltige Bewunderung gegenüber irgendwelchen Menschen. Selbst gegenüber Ramesh nicht. Ramesh ist ja gegangen voriges Jahr, nicht wahr? Würde ich als meinen letzten Guru bezeichnen. Ich liebe ihn, auch heute noch. Aber es gibt keine Bewunderung. Er hat nur das getan, was er tun musste. Er ist ein Körper Geistorganismus, genauso wie du und genauso wie ich. Und es gibt kein Höher und es gibt kein Tiefer. Es gibt nur das eine, es gibt nur eine Energie und diese eine Energie fließt durch uns alle und jeder funktioniert so, wie er funktionieren soll. Und es gibt überhaupt nichts an dir auszusetzen. Genauso wie du bist, genauso wie du besitzt, bist du absolut perfekt. Und wenn du das sehen könntest, wäre die spirituelle Suche sofort vorbei. Und du würdest endlich das tun, wozu du eigentlich bestimmt bist, nämlich Gott zu sein in Menschengestalt. Wie ich es gestern schon gesagt habe, Gott hat kein Interesse daran, dass du vollkommen bist. Gott möchte unvollkommen sein. Vollkommen ist er schon. Gott möchte ein menschliches Leben führen. Ein ganz normales menschliches Leben. Wo du Dinge suchen musst und dich aufregst, dass du sie nicht findest. Mit allem, was dazu gehört, das klar zu sehen, ist im Grunde genommen das, was wir wirklich suchen. Nicht irgendein Zustand von Glückseligkeit, der kommt und geht. Es ist wie ein Orgasmus. Hast du schon über einen Tag einen Orgasmus gehabt? Herzlichen Glückwunsch. Ich nicht. Das ist wunderbar. Ich liebe Orgasmen. Du hoffentlich auch. Sie kommen und gehen. Ist das das Leben? Das ist ein Teil des Lebens. Nur ein winziger Teil des Lebens. Glückseligkeit ist ein winziger Teil des Lebens. Traurigkeit ist ein Teil des Lebens. Zorn ist ein Teil des Lebens. Gleichgültigkeit oder Gleichmaß ist ein Teil des Lebens. Deine ganz normale Arbeit, jeden Tag deinen Job zu machen, ist ein Teil des Lebens. Partnerschaftlich dich zu lieben, den anderen zu schätzen, zu sagen, wow, was für einen tollen Partner habe ich, auf der anderen Seite zu sagen, was ist das für ein Arschloch, ist völlig normal. Gehört zum menschlichen Leben. Hör auf, in irgendwelchen Sphären zu schweben. Du hast in diesen Sphären geschwebt, du bist Gott. Du bist unbegrenzt. Jetzt möchte er sich gerne begrenzen. Das ist offensichtlich. Guck doch die Welt an. Warum ist die Welt so, wie sie ist, wenn Gott sie nicht so wollte? Ist Gott sowas von schwach und hilflos, dass er die Welt nicht anders machen könnte, als sie ist? Ich bitte dich. Die größte Kraft im Universum ist nicht in der Lage zu verhindern, dass es Krieg gibt und Hunger und Schwierigkeiten und Probleme und dass der Partner wegläuft, nicht wahr, und sagt, pass mal auf, ich mache mal schnell eine Marlboro, kommt nicht mehr wieder. Das könnte er alles verhindern. Das tut er aber nicht. Warum tut er es denn nicht? Weil er genau das will, was hier geschieht. Hitler war genauso notwendig wie Gandhi. Und ohne Gandhi gibt es keinen Hitler, und ohne Hitler gibt es keinen Gandhi. Das ist Dualität. Damit müssen wir uns beschäftigen. Und dann wirst du in Frieden kommen mit dir und dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass du nicht versuchst, Dinge zu verbessern. In deinem Leben, im Leben anderer. Das ist nicht deine Funktion. Aber im Grunde ist es sinnlos. Weil die Welt wird immer so bleiben, wie sie ist. Im Gleichgewicht, in der Balance zwischen Gut und Böse. Es muss genauso viel Gutes geben, wie es Böses gibt. Es geht nicht anders. Licht und Schatten ist notwendig, damit diese Welt überhaupt sein kann. Ohne Dunkel, wenn hier nur alles Licht wäre, könnten wir nichts sehen.
brauchst einen dunklen Hintergrund für ein Licht von Allah. Aber in Wahrheit, das ist das Wunderbare, in Wahrheit bist du das, was sich nie verändert. Und das kannst du immer und immer wieder neu genießen. Wenn du so richtig involviert bist in den Film, wer gestern da war, weiß, wovon ich spreche, dass die Metapher, diese wunderbare Metapher von Ramana Maharshi, der das verglichen hat, das wahre Selbst ist die Leinwand, die weiße Leinwand, die neutrale Leinwand, nicht wahr? Und das, was hier passiert, dein Leben, einschließlich deines eigenen Lebens natürlich, ist der Film, der auf die Leinwand projiziert wird. Und das ist das Spiel Gottes. Und da gibt es kein Ich, da gibt es niemand, der entscheidet, was passiert einfach. Wobei ich aber ganz klipp und klar sage, selbst wenn du erkannt hast, dass es keinen freien Willen gibt, benutze ich ihn. Wie denn das? Weil es ihn als Illusion gibt. Ich bitte dich, dein Körper, das sagen uns heute nicht nur die Weisen, das sagen uns die Quantenphysiker. Die Quantenphysiker sagen uns hier klipp und klar, es gibt das Ganze, was hier läuft, gar nicht. Das ist alles nur ein Tanz von Atomen. Die feste Materie, die Form ist Illusion. Das sagen uns Quantenphysiker. Nicht wahr? Quantenphysiker, nicht nur die Weisen. Dann stell dir vor, wenn alles Illusion ist. Nicht? Also angenommen, du bist jetzt total Illusion. Ne? So. Und mein Körper ist Illusion. Was soll ich noch essen? Was soll ich noch trinken? Warum soll ich noch bewegen? Wozu brauche ich Ruhe? Wenn alles Illusion ist, dann braucht es ja alles nicht mehr. Das geht gar nicht. Die Illusion bedingt dennoch, dass du isst, trinkst, dich bewegst und los. Und genauso ist es mit dem freien, sogenannten freien Willen, der zwar Illusion ist, den wir aber anwenden müssen, um ein normales, alltägliches Leben führen zu können. Er ist Illusion, ja. Und wenn du das einmal erkannt hast, bist du frei von Schuldgefühl, weil du hast ja nie was getan. Frei davon, anderen Vorwürfe zu machen, denn die haben ja auch nie was getan. Frei von persönlichem Stolz, weil du nie was geleistet hast. Frei davon, andere über die Maßen zu bewundern, weil wir auch nie was getan haben, sondern nur ihre Funktion erfüllen. Unfrei letztlich von hypothetischer Angst, nicht existenzieller, wenn hier einer reinkommt und hält mir die Pistole an den Kopf, wird dieser Körper zittern und sagen, lass es doch mal, lieber. Völlig klar, weil das ist ein Überlebensprogramm. Geht gar nicht anders. Selbst Jesus hat im Garten Gethsemane in sein Leben gezittert. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Obwohl er wusste, er muss dann ran ans Kreuz. Vorher schon. Ne? Aber die existenzielle Angst ist nicht zu vermeiden. Aber die hypothetische Angst. Was bedeutet? Oh Gott, stell dir mal vor, wenn ich rausgeschmissen werde in meiner Firma. Oh Gott, stell dir mal vor, wenn mein Partner mich verlässt. Oder wieder zurückkommt. Kann ich auch sein. Das ist hypothetische Angst. Und so weiter und so weiter. Diese Dinge sind passiv, wenn klar wird, dass das Ich, das heißt, dass ich als der Denker, der Entscheider und der Täter Illusion ist. Ist das nicht wunderbar? Das ist grandios. Das ist die meines Erachtens beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und ich sage euch, ich habe mit erfolgreichen Therapeuten gesprochen. Und die haben mir bezeugt und gesagt, besonders eine, andere auch, aber besonders eine, wenn das die Menschen greifen könnte, könnten wir unsere Therapiestudios alle schließen. Denn wo
Mit welchen Motivationen kommen Menschen dahin? Schuldgefühle, ständige Vorwürfe gegenüber anderen. Wie konnte mich dieser Schweinehund nur verlassen und mit dieser Jungen durchbrennen? Das Humor und tut und macht und dann wirst du nicht fertig. Und du tatsächlich glaubst, der andere hat das getan. Wenn du weißt, der hat es gar nicht getan, der konnte gar nicht anders. Der ist gelebt worden. Ist das vorbei? Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Das ist nicht etwas, was ich theoretisch verkünde. Das ist alles erlebt. Und deswegen sage ich, diese Botschaft, Abschied vom Ich, ist etwas Grandioses. Das Wunderbare ist, dass aber sogar die Hirnforscher uns noch dabei unterstützen, indem sie klipp und klar sagen, zum Beispiel Dylan Hans heißt der Mann. Das ist ein Hirnforscher, glaube ich, in Leipzig, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt ein Video auch, wenn ihr auf meine Website geht, hier hinten habt ihr Prospekte übrigens über meine Website, ihr könnt da alles lesen, was ich euch alles anbiete. Da ist ein Dylan Hans, ein Hirnforscher, der festgestellt hat, mit Probanden, dass ungefähr 8 bis 10 Sekunden, bevor du weißt, wie du dich entscheiden wirst, ja, dein Gehirn, dein emotionales Gehirn, das unbewusst ist, bereits entschieden hat. Und du tust nur das, was das emotionale Gehirn entschieden hat. Und meinst auch, ich habe das entschieden. Das sagt heute die moderne Hirnforschung. Das sagen nicht nur die Weisen, Lao Tse, Buddha, wie sie alle heißen. Nur das allein zu wissen, nützt nichts. Sondern es muss ein Prozess stattfinden, der Enttäuschung. So haben wir angefangen, ne? Und durch diese Enttäuschung immer mehr klar zu sehen, das ist Quatsch, das ist Quatsch, das bin ich auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Dadurch kommst du automatisch dahin, dass all diese Dinge von dir abfallen. Und übrig bleibt der natürliche Zustand. Das, was du wirklich bist. Dann bist du authentisch. Und bist im Frieden vor allen Dingen. Nicht immer glücklich, aber immer im Frieden. Aber die erste Frage stellt natürlich die Dame hier. Hast du gefreut? Darf ich beantworten? Okay, dann kommen wir erst zu dir. Ja. Was noch zum Prozess gehört, hin zu dem Punkt,
wo Emotionen, Gedanken, Stimmungen keine Rolle mehr spielen. Das findet vorher statt. Heute nicht mehr, weil die hat stattgefunden. Also die Enttäuschung gibt es nicht mehr. Also mehr Enttäuschung, als ich enttäuscht worden bin, gibt es nicht mehr. Ich meine natürlich, wenn meine Freunde mich verlässt, bin ich wieder enttäuscht. Aber das ist was anderes. Das ist was völlig anderes. Das hat damit nichts zu tun. Das ist eine Enttäuschung in Bezug auf dich selbst. Wer bin ich? So, wenn die stattgefunden hat, bist du jenseits von Emotionen, jenseits von Gedanken. Was aber nicht bedeutet, was aber überhaupt nicht bedeutet, dass du dich zum Beispiel, du sprachst von Techniken, dich in einen besseren Zustand zu bringen, die nicht benutzen kannst. Jeder das hat, warum nicht? Wenn du gerade in einem Zustand bist, in dem Sohne, und sagst, hey, ich habe da eine super Methode, um da reinzukommen, dann mach das einfach. Das gehört dazu, das gehört zum menschlichen Leben. Überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und damit noch eine Frage. Du erwähntest jetzt zum Beispiel ein eigenes Trauma. Ne? Ja. Und so als Beispiel. Angenommen, da hat jemand ein Trauma, ne? Und ich mache es jetzt mal auf eine spielerische Art und Weise. Aufgrund dieses Traumas rennt er alle 5 Minuten in die Wand. Ne? Das ist so sein Programm, was für ihn, ne, ihm im Wege steht in seinem Leben. Ne? Jeder von uns hat so seine Wand, jeden Tag aufs Neue. Welchen Einfluss hat die Erkenntnis, dass er ja eigentlich jetzt nicht mehr, dass er kein Ich hat, sondern dass die Gedanken und Gefühle sowieso kommen und die Enttäuschung darüber? Welchen Einfluss hat das? Also das Erste, was bei mir kam, war, okay, ich kann eh nichts dagegen machen, ich brauche nicht mehr gegen ankämpfen, haue ich mir eben den Kopf blutig. Gegen was? Eine Wand, ne? Zum Beispiel, also angenommen, er hätte jetzt wirklich, ne, das Trauma gegen die Wand zu laufen. Nur als Übertragung, jeder von uns hat ja sein eigenes Trauma. Ja, die Wand ist weg, das ist der Punkt. Die Wand gibt es nicht mehr. Also ich nehme immer mein Trauma mit den pädophilen Menschen da. Ja. Das habe ich jahrelang natürlich gequält, logischerweise. Im Augenblick, wo diese Klarheit, wirklich diese Klarheit vorhanden ist, der Mensch hat es nicht getan, gibt es das Trauma nicht mehr. Es ist wie erlöst in einem einzigen Augenblick. Das ist weg. Selbst wenn es noch Schmerz geben sollte darüber, ist es Schmerz ohne einen, den es schmerzt. Das ist, man meint immer, das ist ein rhetorisch-semantischer Trick, das so zu formulieren. Ja, das ist die Wirklichkeit. Wenn es den nicht mehr gibt, den es schmerzt, ist der Schmerz einfach nur eine Energie, die auftaucht und wieder verschwindet. Danke. Bitte sehr. Hallo, ich bin Lena. Und erstmal danke. Und mich interessiert das Unbewusste, wie du das siehst. Und dann kam nach gestern die Frage angeflogen, na, was ist denn mit der Seele? Mhm. Mit der Seele. Also die erste Frage war das Unbewusste. Ja, das Unbewusste ist einfach das, was dir nicht bewusst ist. Ne? Das ist so einfach. Ne? Und da gibt es eine ganze Menge. Was uns bewusst ist, ist ja nur ein winziger Ausschnitt der Realität. Ich habe das oftmals verglichen mit einem Teleskop. Ne? Das kann man ja so ausziehen und das durchgehen. Ne? Im Grunde bist du die Totalität. Du bist das ganze Teleskop. Aber je nachdem, wie weit es ausgezogen ist, ja, siehst du die Realität entweder sehr stark im Detail oder sehr weitläufig. Ja? Und das ist eine Frage, inwieweit deine Wahrnehmung sich sozusagen weitet, könnte man sagen. Ne? Weitet. So, du siehst einfach mehr. Plötzlich siehst du mehr. Das bist alles vorher schon du. Du bist immer alles. Aber die Frage ist, inwieweit nehme ich das wahr, was ich in Wirklichkeit bin. Über was wir heute sprechen, geht ein bisschen tiefer rein in die Wahrnehmung. Ne? Wenn das aufgenommen werden kann, was hier gesprochen wird, weiß ich ja nicht, inwieweit das aufgenommen werden kann vom System, weitet sich deine Wahrnehmung und du siehst mehr als vorher. In dem Moment, wo du mehr siehst als vorher, verändert sich deine ganze Realität. Völlig klar. Nicht? Du wirst mit Menschen anders umgehen, du wirst mit dir anders umgehen, du wirst mit Umständen anders umgehen, nicht? Wenn ich mehr sehe. Aber ich bin auf dem Berg, habe ich eine völlig andere Sicht über die Stadt, als wenn ich da in irgendeiner Gasse drin bin. Ich habe eine Übersicht. Ich sehe,
So sieht das alles aus. Also, da gehe ich da, da gehe ich dort, da gehe ich hier, da gehe ich da. Wenn du aber mittendrin bist, ja, bist du orientierungslos. So ist das mit dem Unbewussten und dem Bewussten. Die Seele ist aber nur ein Ausdruck, aus meiner Sicht. Ein Begriff. Einfach nur ein Begriff. Wenn es natürlich dann hineingeht in die Seelenwanderung und so weiter, dann würde ich sagen, lassen wir den wieder weg. Aber wenn du sagst, das sind meine Emotionen, das ist mein Inneres, ist okay. Aber mit dem Unbewussten verstehe ich noch nicht ganz. Du hast kein Mikrofon. Du hast kein Mikrofon. Wenn du kein Mikrofon hast, hast du nicht gehört. Niemand weiß, was du fragst. Und wir haben hier jetzt TV. Und wenn die Leute da gucken, wissen sie nicht, was du gesagt hast. Später vielleicht mal. Bitte. Also, du bist? Ich werde. Wie heißt du? Aber ich weiß nicht, ob ich in Anführungsstrichen das jetzt zusammenkriege. Das geht mir auch mal. Möchte. Aber das ist ja nicht meine Schuld. Du machst Begriffe. Ja, mit dem authentischen Ausdruck. Wenn du sagst, werde der du bist. Wenn ich, wie würdest du das denn nennen, was man dann ist, wenn ich in Anführungsstrichen authentisch werde? Also das ist eine Seite meiner Frage. Mhm. Also, wie das aussieht? Ja, ich meine, wie meinst du das? Ist man dann eine Entität noch irgendwie oder ist man... Schon. Ist man eine... Schon eine Entität, ganz klar. Der Punkt ist nur der, wir haben ja von klein auf gelernt, wie man sich verhält, wie man mit anderen Menschen kommuniziert, eben umgeht, wie man ein erfolgreicher Mensch wird, möglichst, ne? Also mal ein eigenes Leben finanzieren kann, Familie gründen und so weiter. Das ist eine Art von Selbstbild geworden, ja, das man von sich selber hat. Und das ist ja auch im Grunde genommen in Ordnung. Völlig in Ordnung. Man braucht das, um leben zu können. Das ist aber eine Konstruktion in der letzten Konsequenz. Niemand weiß, ob es wahr ist. Aber authentisch. Es könnte sein. Unter Umständen kann es dazu kommen, dass du trotz aller Konstruktion ein authentischer, also ein glaubwürdiger Mensch bist. Glaubwürdig, ne? Ist ja eigentlich authentisch, nichts anderes. Aber diese Art von Authentizität, von der ich hier spreche, ist eine Authentizität, die weit über das hinausgeht, was man Selbstbild oder Ich nennt. Das ist das wahre Selbst. In dem Augenblick, wo diese ganzen Konstruktionen als solche durchschaut werden, das bedeutet nicht, dass sie wegfallen. Ich habe auch solche, ich habe auch Rollen immer noch. Geht gar nicht anders. Wie soll ich anders zum Ausdruck kommen? Aber in dem Augenblick, wo sie sozusagen als Konstruktion durchschaut werden und du, schwierig auszudrücken, das bist, was du wirklich bist, nämlich das Selbst, ist eine andere Art von Authentizität vorhanden. Und das spüren diejenigen, die dir begegnen. Das kannst du selber von dir eigentlich gar nicht sagen. Aber diejenigen, die dir begegnen, wissen, hey, was ist denn mit dieser Frau oder diesem Mann? Das ist ja irgendwie sehr so ehrlich, so offen, so bereit, so flüssig, so fließend. Das ist alles so, ja, irgendwie anders. Ja? Diese Authentizität ist gemeint. Also die Konstruktionen sind nicht unbedingt dann weg. Wenn ich zum Beispiel irgendwo ein Seminar gebe als Trainer, nicht, dass ich mich anders verhalte als jetzt. Ne? Aber ich habe eine Rolle zu spielen dort. Ich bin der Trainer, ich habe dort das Sagen. Ja, und die Leute müssen oder möglichst sollten sich an das halten, was ich ihnen hier vorgebe. Ne? Aber das meine ich nicht. Ich hoffe, dass ich mich etwas verständlich machen kann. Ja, aber das fließt dann die Verbindung dazu ein,
selbstlos wird und wann bist du gekommen zu diesem Vortrag? Und in der Essenz eins. Zu welchem Zeitpunkt bist du gekommen zum Vortrag? Später? 5 Minuten später. Ja, 5 Minuten geht noch. Aber ich hatte am Anfang sehr deutlich gesagt, dass das, worüber ich spreche, mit der Ich-Losigkeit, nichts zu tun hat. Das ist Charakter, Mentalität. Es gibt Menschen, ich habe Menschen kennengelernt, die mit Spiritualität überhaupt nichts am Hut haben. Die sind so mitfühlend, wie ich es bei spirituellen Leuten nie erlebt habe. Ja, das bin ich auch keine Zweifel. Es ist klar, dass viele sind viel erwachter als jemand, der behauptet, er wäre. Ja. Es ist ja ganz klar, dass jede Mutter auch selbstlos ist. Also ich rede sowieso nicht von Erwachen und Erleuchtung. Für mich sind das Begriffe, die längst überaltert sind, die wir in den Müll werfen sollten. Das sind Gipfelerlebnisse, die habe ich zu Dutzenden gehabt in meinem Leben. Die haben natürlich eine sehr schöne Stimmung erzeugt, eine Euphorie, eine Erhebung sozusagen. Aber ich bin mir wieder zurückgekommen zu dem, was ich in Wirklichkeit bin. Heute kann ich akzeptieren, was ich in Wirklichkeit bin, so wie ich charakterlich disponiert bin, so wie mich Gott gemacht hat, in Anführungsstrichen. Und das bin ich jetzt einfach. Ich mache mir keine Gedanken mehr darüber, ob ich jemandem helfe oder nicht helfe, ob ich Mitgefühl habe oder kein Mitgefühl habe. Manchmal ist es da, manchmal muss es nicht da sein. Es ist für mich völlig irrelevant. Das ist für mich eben nicht irrelevant. Also, ja. Weil mich das total berührt. Und ja. Was ich schon, jetzt kommt die Verbindung, nämlich sinnlich, dieses authentische Sein, wenn man total im Fluss ist und eins ist und präsent ist. Wenn du, nicht Mann, du. Ja. Dann bist du so, wie du bist. Also ich bin ja dann nicht mehr ich, sozusagen. Es ist ein Fluss. Ja. Der drückt sich durch dich auf eine ganz bestimmte Art und Weise aus und durch andere anders. Und es gibt... Bushido zum Beispiel ist anders, ne? Ja, aber es ist... Das ist der Ausdruck Gottes. Es ist so, dass ganz oft, habe ich bei vielen erlebt, auch andere Lehrer gesagt, dass sie plötzlich Süchte wegfallen, ja. Dass plötzlich eben das Mitgefühl ganz natürlich da ist. Ja, hast du noch eine Frage? Oder? Ja, ich meine... Sonst würde ich sagen, gehen wir weiter zu den anderen. Ich wollte nur wissen, also dass diese Charakteristiken müssen bleiben, wie ich das bei dir verstanden habe. Die man immer... Na, lies mein Buch und du bist klar. Also das finde ich wichtig, dass das nicht so bleibt. Okay. Wunderbar. Das ist alles okay, so ist es. Dankeschön. Aus Berlin, hallo. Tschüss. Ja, hi. Meine erste Frage ist, was war das enttäuschendste Buch, das du bisher gelesen hast? Und die zweite Frage ist, ich liebe Ziele und Strategien dorthin. Hm. Welche würdest du mir empfehlen, die an Desillusionierendsten wirkt? Gut, ich fange mit dem Hintersten an, wenn ich darf. Ziele und Strategien wohin? Zum Kern der Zwiebelschale oder so? Zum Weg vom Ich? Weg vom Ich. Ja. Also die Strategie, die ich hier weitergebe, ist eine, die ich von Ramesh Bhadrika bekommen habe, die sogenannte Selbstüberprüfung. Das, was ich hier versucht habe zu erläutern, gibt es auch ein Buch drüber, er schreibt er in allen Büchern drüber. Ich aber auch in meinem Abschied von mich. Und auch hier in dem Wort Gottes ist sie beschrieben, diese Möglichkeit festzustellen, dass ich gar nicht der Täter sein kann. Das passiert manchmal an einem Tag oder an einer Stunde, manche brauchen ein ganzes Jahr. Ich habe auch Leute kennengelernt, die waren 5 Jahre schon bei Ramesh, zu seinen Füßen gesessen, haben sie auch jeden Tag gegrüßt. Hi. Und waren nach 5 Jahren immer noch besessen. Und haben immer noch nicht gewusst, dass sie nicht die Täter und nicht die Entscheider und nicht die Denker sind. Das heißt, es ist in der letzten Konflikt etwas, was einfach passiert oder nicht. Kannst du nicht machen. Das geht nicht. Es passiert oder es passiert nicht. Und es ist auch gar nicht notwendig, dass es passiert, weil du bist ja schon Gott als Mensch. Du bist es in jedem Fall. Also, ob Gott sich selbst in Menschen als Gott erkennt, ist gehupft wie gegoogelt. Das ist ein Luxus.
Deswegen mache ich heute Luxusseminare. Ich nenne meine Seminare Luxusseminare. Warum? Nicht, weil du da Spuck bekommst und ein Jaguar oder sowas. Ne? Das habe ich leider nicht. Das kannst du mir gerne schenken, mitbringen. Sondern ich nenne es Luxusseminare, weil es ein Luxus ist, zu erfahren, dass du Gott bist oder das Bewusstsein bist, das Nichtsein bist, das jetzt Sein spielt. Oder Mensch spielt, oder Inkarnation spielt. Das muss man nicht wissen, um viel Geld zu verdienen, gesund zu bleiben, eine gute Partnerschaft zu haben, glücklich zu sein. Muss man nicht wissen, nicht notwendig. Aber es gibt eben einige Idioten wie ihr, die hier sitzen und sich eben nur noch um dieses Zeug kümmern können. Das war bei mir ganz genauso. Ich hatte keine Wahl. Über Jahrzehnte hinweg musste ich immer und immer wieder gucken, was ist die absolute Wahrheit. Verstehst du? Und das ist ein Luxus Gottes. Da hat er nur eine gefunden. Ich weiß nicht, wie viele. Der Papst hat gesagt, es sind nur 60. Also, ich würde stimmen. Keine Ahnung. Was, 60? Ist doch vollkommen wurscht. Wenn es nur einer wäre, würde Gott schon reichen. Weil in dem einen erfährt er sich ja. Also, worüber wir hier reden, ist vollkommener sinnloser Quatsch. Wirklich. Ich glaube, ich sage das, das ist wirklich so. Wir brauchen das nicht. Aber für mich ist das Größte. Für mich ist das Größte. Für mich ist es die höchste Wertschätzung, ist das, worüber ich hier spreche. Aber es ist nicht notwendig für ein glückliches, erfolgreiches, gesundes, hygienisches Leben. Mein lieber Leo, das ist. Okay. Nun, ich finde die Aussicht auf den Zustand, von dem du sprichst, nicht mehr, also das Loszusein, schon sehr interessant. Ich liebe auch die Geschwindigkeit. Sollte ich vielleicht anfangen, die Langsamkeit zu lieben? Also ich möchte. Was liebst du, die Geschwindigkeit? Ja. Ich auch. Ich würde gerne schneller werden. Ich habe mir viele für die Schlafzettel gemacht. Ich habe mir das auch noch vor. Aber ich bin jetzt ein bisschen anstrengender geworden. Auch zu viel Geld bezahlt. Dankeschön. So, wer möchte noch? Er darf jetzt. Komm. Berlin? Genau, jetzt kommt's. Ja, du hattest die ganze Nacht überlegt. Du hast gesagt, das, was wir sind, das ist das Bewusstsein. Und nun sagt ja Thalisch und auch Sagadata, dass schlussendlich wir auch das nicht sind. Genau, jedes davon. Ja. Und können Sie noch was sagen? Gerne. Wie sind das denn? Das ist eine super einfache Frage. Die ganz einfach zu beantworten ist, Bewusstsein ist im Grunde genommen auf zwei Arten definierbar. Die eine ist, Bewusstsein in Ruhe, da ist gar nichts. Wenn Bewusstsein in Ruhe ist, ist es das, was die Buddhisten Nichtsein nennen oder die Quantenphysiker Nullpunktfeld nennen. Ja. Da ist nur Potenzial. Das bedeutet nicht, dass da im Sinne von gar nichts nichts ist. Das Nichts, von dem ich hier spreche, ist ein Potenzial, das jederzeit wieder Form werden kann. Deswegen hat Nagarjuna, einer der wohl bedeutendsten Lehrer im Buddhismus, gesagt, Form ist Leere und Leere ist Form. Nicht? Also Samsara und Nirvana ist einfach das Gleiche. Es gibt keine Grenze dazwischen. Und das hat er gemeint. In dem Augenblick, wo Bewusstsein sich aktualisiert, wo es in Aktion tritt, wo es aktiv wird, haben wir das, was wir hier haben. In dem Augenblick, wo das nicht mehr da ist, angenommen Tiefschlaf, du schläfst heute wieder ein, sehr wahrscheinlich, du hast vor, Öl zu machen heute, nicht. So, dann schläfst du wieder ein, dann hast du erstmal so ein Traumerleben eine Zeit lang, nicht? Und dann kommt irgendwann die Tiefschlafphase und da ist gar nichts mehr. Das ist im Grunde wie Tod, das ist ein kleiner Tod. Ne? Ich habe so eine Theorie, die muss aber nicht stimmen. Nicht wahr? Bewusstsein kann nicht länger sein als 16 Stunden diese ganze Geschichte hier ertragen. Das reicht. Das reicht. Ich gehe nicht mehr. Ne? Also, lass mich zufrieden. Ne? Und dann tief schlafen. Erst ein paar Stunden Ruhe wieder. Ne? Und dann automatisch
entweder geht der Wecker oder deine Frau, ne, wacht eben auf, Alter, ne, oder aber ganz normal selber wach, so, bin wieder wach. Ne, und meistens erwachst du noch in diesem Körper. Irgendwann mal erwachst du nicht mehr in diesem Körper, weil du bist ja Bewusstsein, bitte immer richtig verstehen, du heißt, du bist ja, also nicht erwacht in einem neuen Körper. Selbst in diesem Körper erwacht nicht. Das ist der Nebel, der oben drauf geschrieben ist. Du bist Bewusstsein. Ja? Und Bewusstsein labelt sich mit jeden Tag neu. Label, label, label. Ne? Was wird immer älter, wird immer weniger Haare und so. Ne? Also, das ist einfach der Label. So, und eines Tages ist dieser ganze Label erledigt. Wird abgelegt unter Papierkorb. Und dann erwacht Bewusstsein, allerdings gefärbt, würde ich mal sagen, von dem, was erlebt hat, in einem neuen Körper. Und es geht immer weiter, weiter, immer weiter, weiter. Hat er nie angefangen, deswegen geht es immer weiter. Also von daher gesehen, das ist ein Bewusstsein. Bewusstsein hat einfach Freude daran, sich immer und immer wieder neu, so als Baby, geht es dann los. Das ist wunderbar. Das ist die Show. Das ist die Bühne. Verstanden? Ja, gerne. Schaut man Bewusstsein anders auf die Erscheinung innerhalb des Bewusstseins als das, was jenseits des Bewusstseins ist, wenn es auch Bewusstsein ist? Jedes Bewusstsein schaut gar nichts. Da ist nichts. Das macht aber nichts, weil es ist ja da. Da braucht nicht geschaut werden. Wenn du im Tiefschlaf bist, guckst du nicht. Du bist trotzdem da. Im Tiefschlaf ist kein Bewusstsein mehr da, ist alles weg. Ne? Macht aber nichts, weil es kommt ja wieder. Also macht ja keine Gedanken. Nicht? Da wird nicht geschaut. Wenn Bewusstsein in Ruhe ist, ist nichts mehr. Deswegen haben alle Nihilisten und Atheisten recht, da ist nichts nach dem Tod. Aber denen macht das möglicherweise Kummer, weil sie sagen, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei und so. Ne? Nein, nein, Leben ist nie vorbei. Leben ist nur nicht immer aktuell. Leben ist nicht immer in Aktivität. Das ist richtig. Aber es ist nur Potenzial. Das ist richtig. Deswegen muss dieser Körper irgendwann weg. Nicht? Ich hätte damit wirklich gar kein Problem. Weil ich bin auf jeden Fall Bewusstsein. Ob in Ruhe oder in Aktivität. Verstanden? Ja, so hat man es. Also grundsätzlich, wenn ich das mal klarstellen kann für mich, ist dieser Unterschied zwischen dem, nennen wir es mal Nichts, und dem Bewusstsein ist rein konzeptuell. Rein konzeptuell, absolut. Das Nichts ist genau das gleiche wie Bewusstsein in Ruhe. Also lohnt es sich dann fast gar nicht darüber zu sprechen? Yes. Oder was? Da lohnt es sich doch fast gar nicht darüber zu sprechen. Nein, überhaupt nicht. Ich will sagen, was wir hier machen, ist völlig sinnlos. Aber du hast trotzdem keine Wahl, weil die Fragen sind da und das Interesse ist da. Und solange das Interesse und die Fragen da sind, wird darüber gesprochen. Aber das ist übrigens nicht nur hier, sondern das ist überall so. Jede Firma ist sinnlos, jede Arbeit ist sinnlos, jede Partnerschaft ist sinnlos, die ganze Welt ist vollkommen sinnlos. Vollkommen sinnlos. Ja. Aber es ist ein Spiel, sonst passiert ja gar nichts. Sonst passiert ja nichts. Also muss was passieren, obwohl nie was passiert. Das klingt paradox, aber die höchste Wahrheit. Ich schlürfe das wie den besten Wein, den man kriegen kann. Das ist Genuss pur, ne? Aber ein Luxus, der nicht unbedingt notwendig ist, um zu leben. Mal existieren, tust du so und so. Ne? Okay, danke. Hier. Eine Frage an, aber. Du sprachst über hypothetische Ängste, ja. Also Ängste, die in der Zukunft liegen, Befürchtungen, die man hat. Mhm. Und du sagtest, die verschwinden. Mhm. Und das ist mir noch nicht klar. Mhm. Und die Frage? Dazu noch mal was sagst. Also was? Wie sie verschwinden? Na wieso? Die hypothetischen Ängste sind wegfallen. Ach so, Entschuldigung, jetzt habe ich nicht verstanden. Okay, jetzt ist die Frage auch klar.
Die hypothetischen Ängste verschwinden in dem Augenblick, wo mir klar wird, dass mein Leben ohnehin in jeder Hinsicht Bestimmung ist. Was soll ich da noch Angst haben? Vor was? Existenziell? Ja. Existenziell, wenn also irgendwas im Augenblick passiert, was weiß ich, das Herz vergibt, wie heißt das, wenn es hoppelt? Herzrhythmusstörung heißt das. Ne? Hoppelt so ein bisschen, hey, denke ich, könnte jetzt normal sein. Das ist eine Angst. Nicht deswegen, weil ich nicht sterben will, sondern weil dieser Körper ein Überlebensprogramm hat. Und dieses Überlebensprogramm wird sofort aktiv, ja, wenn, es wenn der Körper in Gefahr ist. Das ist normal. Ja, sonst würden wir bei jeder Gelegenheit Selbstmord machen. Ja? Deine Freundin, ich weiß nicht, ist das deine Freundin? Nicht? Oder ihr könnt euch ja mal kennenlernen. Ja, also, du hast irgendwie, was weiß ich, einen kleinen Knatsch mit deiner Freundin, ja? Bist traurig, denkst, ach mein Gott, das ist aber auch wirklich nicht das. Das gäbe mir vom Beispiel für den Fenster. Weil du ja genau, ne, du bist ja in dem Wissen, ich bin, ich komme sowieso wieder, ne, also ich als Bewusstsein, und du springst jetzt runter in den Knarschweigenschild mit. Ne. Das machst du aber nicht, warum? Das ist ein Überlebensprogramm. Und das ist in den meisten Menschen so stark, ja, dass sie nicht bei jedem Problem gleich zur Tablette greifen oder zum Messer oder zur Pistole und so weiter. Ne. So. Aber die hypothetischen Ängste, das sind die, es könnte ja sein, dass, ja, die fallen in dem Augenblick weg, wo, wenn die Klarheit, oder das ist die Voraussetzung, wenn die Klarheit da ist, ich bin nicht der Täter meiner Taten, sondern ein anderer lebt mein Leben. Und dann ist auch eine Art von Hingabe da. Weißt du? Die braucht man nicht zu machen. Die kommt einfach automatisch. Du bist in der Hand eines anderen. Du kommst dir vor wie ein Handschuh und nicht mehr wie die Hand. Ein Handschuh hat keine Angst. Das ist vorbei. Wer immer mich die Hand benutzen will, benutzt mich die Hand. Das fällt einfach ab. Deswegen, meine Empfehlung wäre, kümmere dich schlicht und ergreifend nur darum, bin ich wirklich der Denker, der Entscheider und der Täter. Wenn hier die Klarheit kommt, ist die Frage weg. Okay? Soweit oder noch nicht? Noch eine Nachfrage gerne? Ich denke drüber nach. Ich denke drüber nach. Ja, wunderbar. Hier ist noch eine Frage. Du warst erst dran? Okay, dann lass ihn mal. Entschuldigung. Dann lass ihn doch kommen. Wir haben zuerst. Also ich bin. Und ich kann einen Spagat im Gehirn oder in meinen Gedanken oder so nicht nachvollziehen. Es gibt keinen Bestimmer. Du hast aber eben vom Bestimmer gesprochen. Nein, von Bestimmung. Von Bestimmung. Okay. Ich bestimme. Also ich kann, ich, gibt es ja nicht, ich kann ja auch nichts machen, um jetzt zur Erkenntnis zu gelangen oder dorthin zu gelangen, wo du bist in deiner Klarheit. In der Erfahrung. In der Erfahrung. Nur in der Erfahrung. Sonst sind wir vollkommen essentiell völlig gleich. Und die Bestimmung ist, mit Gnade dann gleichzusetzen. Ich vermeide das Wort deswegen, weil ich aus dem Christentum komme und das Wort für mich eine andere Assoziation hat, aber nun hast du recht. Aber dann ist ja etwas außerhalb von mir. Nein, das bist du. Das bist du wirklich. Du begnadigst dich selbst. Genau. Aber das hast du nicht in der Hand. Genau. Ja, es ist ein Paradoxon, ich kann es irgendwie erfassen, wiederum nicht. Nochmal, lässt du das? Es ist ein Paradoxon. Es ist ein Paradoxon, kann man nicht klären. Ich kann es irgendwie, ja, kann man nicht klären, aber nicht klären. Irgendwo kann man es nur hinnehmen. Akzeptieren. Akzeptieren. Lieben. Okay. Genau. Drin sein. Ja. Danke. So, noch eine Frage, letzte Frage. Hallo. Du bist der. Ich habe dir für den Namen geschrieben, ne? Also Chris Polen, ne? Kannst du das nicht schreiben? Also um die Leute nicht zu erschrecken. Kann man Christus sagen?
Das ist also im Griechischen, ja. Ich glaube, im Griechischen Christos, das ist das Gleiche. Nee, hier gibt es das. Das ist nur vom Christus, also der heilige Christo. Okay. Christus, ja. Ich wollte spontan was fragen im Zusammenhang mit der anderen Frage, also von dem Kollegen, da wurde ihm anders gesagt, was denkt drüber nach, also zu den drei Sachen, also ich bin kein Täter, kein Denker, denk drüber nach, kann das überhaupt mit Denken erfasst werden oder ist das eigentlich eine Sache, die einfach erlebt werden muss, damit diese Erfahrung dann später auch umgesetzt werden kann, weil sonst, wenn das weiterhin so ein bloßer Denkprozess ist, wir haben davon alle genug. Es können 20 Stunden am Tag und eigentlich das ist alles kontraproduktiv und das bringt uns überhaupt nichts weiter. Deswegen, ich kann mich auch nicht entscheiden, zu sagen, ja, das alles, das Kluge, was Werner erzählt hat, werde ich umsetzen, das ist gut. Also es kann sein, dass mein Verstand ist, dass du sehr positiv eingestellt bist und dann denke ich, ja, das ist gut, das werde ich machen. Das geht nicht. Es gibt keinen, der das machen kann, der keinen Einfluss nachdenken. War das deine Frage? Meine Frage, ist das nur Gnade pur? Es ist auf jeden Fall Bestimmung. Ich sage wieder Bestimmung. Ist das, wenn das, Entschuldigung, wenn das eine Bestimmung ist, ist das eigentlich schon alleine an sich nicht ein Grund genug, um sich einfach ja, völlig zu entspannen. Wenn du das kannst, ja, wenn du das nicht kannst, nicht. Weil das sind wir wieder bei dem Punkt. Denn wenn du nicht kannst, dann ist es auch Bestimmung, dass du nicht kannst. Dann heißt dann musst du einfach die Wahrheit suchen, bis zum Geht nicht mehr. Und wirst dich jeden Tag darum kümmern müssen und wirst nie in der Lage sein, dich einfach zu entspannen. Eigentlich für die Wahrheitsfindung ist es völlig egal, ob ich am Ende meines Pfades zum Ende meines Pfades aufgebe. Ja, selbst das wäre denkbar. Und die letzte Aufgabe ist der Tod. Wieder? Die letzte Aufgabe ist der Tod. In dem Augenblick, wo der Körper abfällt, ist sowieso klar, ich bin Bewusstsein. Und dann sind alle im Koma. Das heißt, im Grunde genommen ist es wirklich ist nicht wichtig. Das aber wenn es dir wichtig ist, hast du keine Chance. Das könnte für unser Ich die letzte Enttäuschung sein, ne? Absolut. Der Tod ist die letzte Enttäuschung. Das ist ein gutes Abschlusswort. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte kurz noch, bevor wir hier alle jetzt aufbrechen, kurz darauf hinweisen, dieses Buch hier, wenn du das liest, diese Novelle hat nur 146, wir sind mir sehr am Herzen, weil hier, das war ein Fluss, diese Novelle wurde geschrieben innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, fast abgenommen. Das war wie Channeling, ich kann das gar nicht anders beschreiben, obwohl es sicherlich keins war. Ich konnte aber das Dilemma Gottes nicht anders schreiben als über einen Roman. Es ging nicht anders. Ich konnte das nicht sachlich. Das Dilemma Gottes. Wie? Das Dilemma Gottes, ja. Und da sind in einem bestimmten Teil sehr viele der Aussagen und auch sehr viele der Dinge drin, die wir heute miteinander hier kommuniziert haben. Also das würde ich euch wirklich empfehlen. Dann nochmal hier Spielen statt Kämpfen, das war gestern. Das ist auch ein sehr interessantes Buch für den Alltag. Kann man so sagen. Und dann habe ich auch noch hier hinten anzusagen, wir haben im Nachgang, weil wir gesagt haben, es gibt ja vielleicht einige, die hier in Berlin Interesse haben zu vertiefen, haben wir hier Birgit am 15. Ja. Am 15. Januar ein Seminar, ein Eintagesseminar. Da hinten sind die Prospekte. Ihr müsstet euch natürlich entsprechend anmelden, entweder hier über den Handzettel oder über Internet, geht natürlich auch. Und ein Prospekt von mir liegt auch noch auf. Also wenn jemand noch mehr Interesse hat, es gibt die ganze Reihe, die auch zu mir runterkommt, nach Brackenheim. Wer kennt Brackenheim? Nur die Weinbürger. Ist also in den Weinbergen gelegen, sehr schön. Da mache ich dann Einzelcoaching. Das geht 3 Stunden, dieses Jahr noch, nächstes Jahr 4. Weil ich gemerkt habe, 3 Stunden reichen nicht aus. Wir brauchen 4, weil wir die Pause verlängern müssen. Die Pause ist sehr wichtig. Die Pause ist sowas das Wichtigste im Leben. Ne? Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass hier so viel Offenheit war.
das spüre ich einfach, nicht nur im Sehen der Gesichter, sondern auch einfach so von der Atmosphäre her. Und dass ich mich hier wirklich, ich möchte mal fast sagen, ausgießen konnte. Also so, nicht nur reden, sondern ausgießen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Vielen Dank.